Wir wurden heute gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Personen auf die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe alarmiert. Also, wo wir vor Ort eingetroffen sind, haben wir einen LKW vorgefunden, der umgestürzt war. Der LKW war mit Getreide beladen und es sind aus dem LKW Betriebsmittel ausgetreten. Es war aber keine Person mehr im Fahrzeug. Die erste Maßnahme, die wir getroffen haben, war vom Prinzip her, die austretenden Betriebsstoffe aufzufangen und die entsprechenden Behälter abzudichten. Wir warten jetzt aktuell, beziehungsweise wir haben circa eine Stunde lang auf Pumpfahrzeug gewartet, dass das Ladegut, das Fahrzeug hatte Getreide geladen, entsprechend umladen kann. Da stand jetzt, warten wir noch das Eintreffen vom Bergungsunternehmen ab, ob hier noch Maßnahmen in Bezug auf den noch im Tank verbliebenen Diesel notwendig sind. Und ansonsten werden wir die Einsatzmaßnahme beenden. Die Feuerwehr Wendlingen ist mit 4 Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz. Kurz vorher waren wir beim Verkehrsunfall, auch ohne eingeklemmte Personen in Wendlingen in der Innenstadt. War allerdings relativ schnell abgehandelt. Ein Fahrzeug wurde dann aber direkt von dem Einsatz abgezogen und hier zugeordnet. Ich denke, die körperliche Belastung hat sich jetzt in dem Fall in Grenze gehalten, da die Arbeiter, die jetzt an beide Einsatzstellen angefallen sind, nicht so umfangreich waren. Also dieses Jahr war es bisher einsatzmäßig auf der Autobahn eigentlich einigermaßen ruhig. Es gibt im Abschnitt, den wir betreuen, auf der Autobahn 8 relativ regelmäßig LKW-Unfälle. Aber dieses Jahr hatten wir dort als Feuerwehr Glück.